Moin und willkommen bei Crusader Kings 3. Malte ist sauer. Er ist richtig sauer und auf, wer hätte das gedacht, auf Königin Domaslava ist er sauer. Seine Seelengefährtin hat nämlich beschlossen, den Herzog hier, den Herzog Boleslav von Mähren, zu ihrem Haupterben zu machen, wodurch Malte ihre zwei Provinzen durch die Lappen gehen würden. Außerdem ist es so, dass der Herzog von Böhmen, das ist dieser hier, der hat dasselbe beschlossen. Auch das ganze komplette Reich wird nach dessen Tod an den Herzog von Mähren gehen und das müssen wir jetzt natürlich verhindern. Und ihr kennt schon die Devise, wie machen wir das jetzt mit Prestige? Also ich habe das Gefühl, ich mache nur noch Prestige-Folgen. Aber es ist im Moment wirklich so, dass wir die Katastrophen nur verhindern können, indem wir eine Menge Prestige einsammeln. Damit hatten wir ja schon die letzten zwei Folgen angefangen und das auch erfolgreich soweit zu Ende geführt. Aber wir müssen natürlich sehen, dass wir jetzt Böhmen auch behalten. Und wir gucken erstmal, wie geht's denen denn so? Also er ist fettleibig, seine Gesundheit ist aber in Ordnung. Und Domaslava ist auch in Ordnung. Soweit ist gut. Also die beiden, die dürfen natürlich jetzt nicht sterben, bevor wir tätig geworden sind, bevor wir genug Prestige zusammengespart haben. Wir gucken jetzt nochmal, wie er hier so drauf ist, denn der sieht mir schon relativ alt aus. 63 ist er und seine Gesundheit ist schlecht. Ob der jetzt unsere Prestige-Sammlung überlebt, das weiß ich nicht. Sein Haupterbe ist Prinz Albrecht von Böhmen. Ist egal, im Zweifel funktioniert das auch so. Was Malte jetzt also vorhat, ist folgendes: Prestige sammeln. Wofür? Ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten. Einmal könnten wir die Lehnsautorität erhöhen, damit können wir die Titel aberkennen. Der Nachteil ist nur, wir haben eigentlich keinen wirklichen Grund. Das heißt, das wäre natürlich Tyrannei und das möchte Malte eigentlich vermeiden. Der zweite Weg wäre, Krieg zu erklären. Und das würde auch wieder bedeuten, 675 Prestige dafür, denn diese Mali hier, der Ruhmmalus von 1350, das ist nicht akzeptabel. Von den Truppen her wird es einigermaßen gehen. Das ist also eigentlich die Zahl an Prestige, wo wir hinwollen. 675. Das muss man sich natürlich gut überlegen, ob man nun die Lehnsautorität erhöht. Ich glaube eher nicht, es sei denn, es brennt. Das werde ich dann entscheiden. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass wir 675 Prestige tatsächlich nur sammeln müssen. Okay, dann legen wir mal los. Leider können wir im Moment noch keine Jagd veranstalten. Das geht erst in 2 Jahren wieder. Und auch sonst können wir nichts mehr tun, als wir bisher getan haben. Wir müssen jetzt also tatsächlich erstmal warten, dass wir das Prestige irgendwie zusammenkriegen durch schöne Ereignisse oder so. Was wir aber nochmal tun können, ist gucken, ob vielleicht, denn bis hierher haben wir es einigermaßen ausgeschöpft, was Prestige angeht, ob vielleicht der Verwaltungszweig noch Prestige irgendwo bereithält. Das glaube ich zwar nicht, nee, ist auch nicht so. Was hätten wir denn sonst noch? Er ist ja nicht so sehr überragend, wir könnten noch Ränkespiel nehmen. Aber ich glaube, wir werden hier Fruchtbarkeit, das ist doch schön. Nee, ich glaube, wir bleiben einfach dabei. Wir bleiben jetzt einfach beim Diplomatiezweig. Da finden sich unter Umständen. Ah, guck mal, hier kommt das nächste Prestige pro mächtigen Vasallen im Rat. Gut, wir machen das hier weiter. Der Zweig erlaucht, der ist in Ordnung. Was ich sonst nochmal vermelden wollte. In der letzten Folge hatten wir erlaubt, dass der Kaiser Prinz Fiete mit einem Vormund bestücken darf, der dann an den Hof gekommen ist. Dadurch wird Fiete höchstwahrscheinlich katholisch und auch fränkisch. Das finden wir natürlich nicht so schön, Malte und ich, aber ja, ich wollte ihn am Hof haben, weil er ein guter Kämpfer ist.
Ich habe ihn bei den Rittern aber nicht gefunden, das hat mich gewundert. Und ja, der Clou ist, er ist zwar am Hof, aber er ist nur ein Gast. Das hatte ich nicht bedacht, hier ist er. Wir können ihn aber nicht einladen. Also es geht nicht. Das passende Zeichen ist nicht da und auch hier über den Rechtsklick, das geht also nicht. Also wenn ihr jemanden Tolles findet, der euer Kind erziehen soll und er ist nur Gast an eurem Hof, dann habt ihr Pech gehabt, wenn der Kaiser das vorschlägt, denn der ist für uns nicht verfügbar sozusagen. Das heißt also, wir werden Fiete vom Vormund wieder befreien. Ich weiß gar nicht, ob das geht, aber ich möchte auch nicht, dass Fiete unnötig in des Kaisers Bann gezogen wird. Und jetzt ist der Kaiser wahrscheinlich sauer. Aber das macht nichts. Jetzt bekommt er nämlich wieder Malte als Vormund. Und dann sind wir doch alle zufrieden. Ich gucke auch nochmal, was wir bei den Vasallen hier machen können. Ich glaube, genau, wir haben hier gar keinen Beeinflussungskomplott mehr laufen. Und dann nehmen wir doch, den wollen wir umbringen. Dem geht es übrigens ganz schlecht. Ich habe schon mal geguckt. Gräfin Beatrice beeinflussen wir erstmal. Und dann zeige ich euch nochmal Graf Jens. Der hat ja in der letzten Folge echt gelitten. Da müsst ihr euch, wenn ihr die nicht geguckt habt, müsst ihr euch vielleicht nochmal angucken. Das hat ganz gut geklappt. Es läuft auch noch das Mordkomplott gegen ihn. Und tatsächlich geht es ihm jetzt nicht gut. Ihr seht hier, das Herz ist kaum gefüllt. Er ist dem Tode nah. Er fühlt sich nicht gut, hat eine entzündete Wunde und auch noch hier, naja, Gesundheit, schwerer Malus, sagt alles. Das scheint also ganz gut zu klappen. Da freuen wir uns eine Runde und jetzt werde ich mal die Pausentaste lösen und wir sehen zu, dass das Prestige jetzt steigt. Domaslava ist schwanger, das ist toll, es wäre mir lieber, sie würde Malte mal als Erben einsetzen. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass sie ihren Bruder genommen hat. Also von wegen Seelenverwandtschaft, ne? Naja. Okay, wir haben hier schon wieder den Herzog Jens, der dem Tode nahe ist. Und ich lese mal vor von Rechts wegen. Mein Vasall hat mir von einem obskuren Gesetz in der Grafschaft von Vorbasse berichtet, wonach es nur der König beschützen darf. Für gewöhnlich würde man auf ein derart archaisches Gesetz nicht weiter achten, doch es bietet mir eine einzigartige Gelegenheit. Herzog Jens, mein Vasall und derzeitiger Herrscher von Grafschaft von Vorbasse, könnte etwas zurechtgestutzt werden. Ja, das machen wir gerne. Wir würden einen fallen gelassenen Anspruch auf Vorbasse bekommen. Oder Jens bekommt Meinung von uns. Wir nehmen die Meinung, der stirbt eh bald. Das mache ich jetzt mal so ganz pragmatisch. Und jetzt kommt wieder der flauschige und exotische Teppich, den wir schon kennen. In den Gefilden der Verschwörung ist der wirklich bekannt. Und ich werde mal sagen, Herzog Jens wird geehrt sein angesichts eines solchen Geschenks. Und ich hoffe, das Komplott nimmt damit einen positiven Verlauf. Mist, er hat den Teppich nicht angenommen und ist jetzt 10 Jahre lang extrem wachsam. Eine zwielichtige Unterredung, auch das kennen wir schon. Auf meinem Morgenspaziergang durch die Gärten trägt eine sanfte Brise die Stimmen von Pierre und Ingegerd an meine Ohr. Die beiden tuscheln jetzt über irgendwas und wir wissen nicht genau, was es ist. Und ja, wir müssen mal gucken. Gräfin Beatrice ist offensichtlich das Opfer dieser Unterredung. Und wir können Beatrice warnen, dann gewinnt sie 25 Meinung von uns. Und die anderen beiden verlieren Meinung. Oder zu 45% entgehen wir einer Entdeckung, wenn wir uns näher ranschleichen und erfahren das Thema der Unterhaltung. Oder wir erhalten, und das möchte Malte viel lieber, denn das bedeutet, aufgrund seines Lebenswandels, das bedeutet dann Prestige, er erhält 20 Schrecken. Oh, ja, das ist toll, aber dafür muss er die beiden foltern und ich glaube, das wollen wir nicht, oder? Ah, nee, das wollen wir nicht, ne? Also die beiden foltern, das macht Malte nicht, so ist er einfach nicht drauf.
Ich würde sagen, wir unterrichten dann einfach mal Gräfin Beatrice. Ja, das machen wir mal. Beatrice muss gewarnt werden. Schade, dass das mit dem Schrecken nicht geklappt hat. Das würde unser Prestige nochmal rauftreiben. Wir müssen zumindest abwarten, bis wir wieder eine Jagd machen können. 2 Jahre, wie gesagt, dauert das noch. Naja, ein Jahr, ein gutes Jahr noch und dann können wir zumindest darüber, wenn alles gut läuft, schon mal 300 Prestige einsacken. Ansonsten 150, wenn es daneben geht, aber auch das ist ja schon mal ein Vorteil. Ein Attentat, ein Geräusch wie das eines Meuchlers, der über einen Nachttopf stolpert, riss mich aus meinem tiefen Schlaf. Als ich den Schurken erblickte, rief ich gefasst und ohne jede Furcht meine Wachen. Als sie eintrafen, gab es ein kurzes Handgemenge, nachdem der Eindringling tot war. Das war zweifellos das Werk von Hauptmann Hugo, diesem ruchlosen Schwein. Hauptmann Hugo, und ich hatte Jens in Verdacht, das wird er noch bereuen. Malte ist jetzt 2 Jahre lang auf der Hut. Komplottwiderstand +5. Ja, das ist cool. Wir können jetzt Hauptmann Hugo einkerkern. Wir könnten ihn einkerkern, stand da. Das können wir aber nicht. Ich wollte mich ja nicht beschweren. Wir müssen ihn auch nicht unbedingt einkerkern, aber naja. Ja gut, okay. Oh. Als die Hebamme endlich die Kammer der Niederkunft mit einem leise weinenden Bündel im Arm verlässt, bin ich erleichtert. Dann sehe ich ihren Blick. Es tut mir so leid, Fürst, Fürstin Domaslava. Sie findet keine Worte, doch ich verstehe sie trotzdem. Ein Leben wurde ausgelöscht, aber ein neues hat gerade erst begonnen. Ich muss stark bleiben für meine Tochter. Ja, damit ist ein guter Teil, also ich muss jetzt wirklich mal so kaltherzig sein, aber Malte war echt sauer auf Domaslava. Wie kann sie ihren Teil von Mähren an ihren Bruder vererben? Das macht es natürlich nicht leichter, ihn zu bekriegen. Wir gucken mal ganz schnell. 2197 Truppen hat er jetzt. Er kann aber auf 3-1 aufstocken. Wow, schlecht, aber wir haben immer noch mehr. Das sind wir nicht, aber hier 4-6 haben wir im Moment. Gut, wir lassen das einfach mal so stehen und sind sauer. Und ja, wir benennen jetzt erstmal die kleine Tochter. Und die kleine Tochter heißt Jette. Was für ein tragischer Beginn. Malte erhält Anspannung und ist natürlich traurig. Es steht in den Sternen. Ein Herzog, der erschreckt werden will. Ein ansässiger Mystiker mit zweifelhafter Moral. Und ein erfundenes Omen. Perfekt. Bevor der Mystiker zum Hof von Herzog Jens aufbricht, stellt sich nur noch die Frage, wird mein falsches Omen Glück verheißen oder den Untergang bringen? So, und jetzt können wir wählen, ein schlechtes Omen für einen schlechten Menschen. Wir nehmen dann an, Jens ist anfälliger für schlechte Nachrichten und er macht sich Sorgen, woraufhin er einen moderaten Gesundheitsmalus bekommt, oder ein gutes Omen. Er wird unvorsichtiger. Und das gibt tatsächlich den Fortschritt beim Mordkomplott. Ein gutes Omen hat tatsächlich jetzt geholfen. Da haben wir mal schön um die Ecke gedacht, Malte und ich. Das, ja, kann manchmal direkt klappen. Coole Sache. Meine Agenten haben eine Reise für Herzog Jens geplant, die durch finstere Wälder führt. Fehlt nur noch eine Bande von Schlägern, die ihn auf tragische Weise während eines eskalierten Raubüberfalls erschlagen. Ich sehe schon das Blut in den dunklen Boden sickern. Oh, wie gefährlich die Wälder doch sein können. 8% Wahrscheinlichkeit, dass er getötet wird oder das Komplott wird entdeckt. Wir versuchen es. Wir müssen es jetzt einfach versuchen. Es werden ja nicht mehr Prozent. Wir versuchen es jetzt. Vielleicht klappt es ja.
Nein, der Anschlag wurde vereitelt. Meine gedungenen Schläger konnten sein Gefolge nicht überwältigen. Noch schlimmer, einige von ihnen wurden lebend gefangen genommen und gaben preis, dass sie für den Angriff entlohnt wurden. Es dauerte nicht lange, diese Entlohnung zu mir zurückzuverfolgen. Ja, das ist natürlich schlecht. Alles ist aufgeflogen. Wir erhalten 10 Schrecken. Das ist gut fürs Prestige. Und ja, er erhielt auf der Hut und verlor 100 Meinung von uns. Ja, dann ist das halt so. Kann man nichts machen. Damit müssen wir leben, aber wir haben es wenigstens versucht. So, wir gucken nochmal. Wir bekommen jetzt monatlich 12,1 Prestige und 94 Prestige haben wir bis jetzt. Der Kaiser verlangt wieder Bekehrung. Oh, umsonst. Das finde ich gar nicht schlecht. Allerdings hat das natürlich auch einen entscheidenden Nachteil. Es hat aber auch Vorteile. Wenn wir den Katholizismus wählen, dann haben wir, glaube ich, auch eine andere Erbreihenfolge. Dann haben wir nämlich nicht beim Geschlechterrecht gleichberechtigt, sondern männliches Vorrecht. Und das würde uns davor bewahren, enterben zu müssen in der nächsten Generation. Alleine deswegen würde sich das schon lohnen. Und ich überlege ernsthaft, ob wir das jetzt machen. Wir gucken mal, falls ich es mache, ich lasse das mal offen, ob sich das dann ändert. Also hier steht ja auch noch, alle Verwandte an Maltes Hof werden auch konvertieren. Wir nehmen das an. Wir nehmen das jetzt an. Und männliches Vorrecht. Das ist mal richtig klasse, denn dann haben wir ab jetzt sowieso nicht mehr das Problem, dass wir, wenn hier als erstes mal eine Tochter geboren wird oder so, dass wir die enterben müssen. Die fallen dann erstmal weg. Nicht, dass ich irgendetwas gegen Töchter hätte, aber es ist ja nun mal definitiv so, dass in dieser Zeit männliche Herrscher auf jeden Fall angesehener waren und ja, deswegen möchte ich eigentlich auch einen männlichen Thron erben. Okay, Malte ist wieder ohne Frau. Wir suchen jetzt natürlich Händering Prestige. Das ist eine sehr gute Sache, um Prestige irgendwie aufzutreiben. Und wir gucken jetzt einfach mal, was ist sie für eine? Zynisch, ruhig, ehrgeizig. Aus einem berühmten Haus. Sie ist 28, kerngesund. Wir hätten dann auch noch ein mögliches Bündnis. Ja gut, die sind etwas weiter weg, genau da hinten in Schottland. Aber okay, das wäre zumindest auch eine Gelegenheit, 500 Prestige zu bekommen. Ich gucke jetzt nochmal kurz, was uns Asta bringen würde. Ein Bündnis mit dem Herzogtum von Westgotland wäre sicherlich auch nicht schlecht. Das ist aber schon ein obskures Haus. Das hier ist die Frau seiner Wahl. Das muss so und ich sage herzlichen Glückwunsch, denn jetzt kriegen wir auf einen Schlag 500 Prestige. Und in der Ruhmstufe sollten wir eigentlich auch noch steigen. Jawohl. Wir nehmen die Hochzeit natürlich an und sagen ausgezeichnet, das ist alles sehr, sehr schön und wir gucken uns nochmal an, was wir hier für einen Nachfolger nominieren sollen und das ist natürlich nicht weiter verwunderlich. Wir werden natürlich als Titelerben uns selbst wählen, ganz klar, und bekleiden damit Rang 2. So, das hätten wir dann schon mal und wir gucken uns mal an, wie es jetzt steht. Wir haben jetzt 594 Prestige. Damit könnten wir jetzt eigentlich die begrenzte Lehnsautorität verabschieden.
und die Titel aberkennen. Ich meine, Domaslava ist ja nun gestorben, aber es reicht ja, wenn wir hier den Herzog Sbytynev von Böhmen mit der Titelaberkennung irgendwie, ja, malträtieren, denn, wie gesagt, der Krieg gegen den Herzog von Mähren, der kostet im Moment noch zu viel, aber das sind auch mal nur 675 und ich denke, wir warten einfach ab auf das Prestige, was uns noch fehlt, und erklären dann Mähren den Krieg. Das werden wir so tun und ich gucke nochmal, ist die Jagd wieder frei? Nein, noch nicht ganz. Es dauert noch ein bisschen. Es dauert noch ein knappes Jahr. Gesegnet seien die Schwachen. Ich war erschüttert, als ich Paul dabei erwischte, wie er aus der Reisetruhe von Gräfin Beatrice stehlen wollte. Er präsentierte mir eine beeindruckende Rede darüber, dass er jetzt verstehe, was er falsch gemacht hatte. Jetzt könnte er bescheiden bekommen. Möchten wir einen bescheidenen König? Das ist nicht schlecht, denn das hebt die Meinung der Vasallen und des Lehnsherrn und des Klerus. Hinterlistig ist nicht so doll, finde ich. Stützt nur das Ränkespiel, hat ansonsten aber Nachteile. Und ehrlich gesagt, finde ich auch nicht so toll, jedenfalls in diesem Spiel. Nein, auf keinen Fall. Paul behält die Eigenschaft bescheiden. Und wir haben eine neue Kulturepoche. Neue Innovationen sind verfügbar. Wir gucken uns das Ganze mal an. Das ist natürlich eine schöne Sache, aber wir haben hier noch gar nicht alles erforscht. Okay, wir erforschen weiter die Burs und dann wird sich das Ganze schon zurechtschaukeln. Weiter geht's. Wir sehen jetzt nochmal zu, dass wir in dieser Folge jetzt auf jeden Fall die 600, wie viel waren's? Die 675 Prestige vollmachen. Und Malte bekommt den Posten als Ratskanzler, den er natürlich sehr gerne annimmt. Und außerdem wird er wieder zu einem Festmahl eingeladen. Das ist schön. Der Kaiser möchte mal wieder Fiete irgendwie beeinflussen. Das lehnen wir ab. Und wir werden beim Fest herzlich begrüßt. Und wir sind kurz davor, das Prestige für den Krieg zusammenzukriegen. Festmahl, ein himmlisches Vergnügen. Ah, was ist das nur für Fleisch, so ein reiches Aroma. Und dieses Gemüse mit dem kräftigen, beinahe süßen Duft. Oh, und diese köstlichen kleinen Nachspeisen. Dieses Festmahl bietet mit das beste Essen, das ich je erleben durfte. Malte erhält jetzt Leidenschaft fürs Leben. Gesundheit, mittlerer Bonus, prächtig, sehr, sehr super. Anspannungszuwachs, minus 50% und außerdem hat er 28 Anspannung dann verloren. Das ist gut, dann ist sie komplett weg. Sehr schön, das läuft doch eigentlich wirklich wie geschmiert. Was habe ich da gestern Nacht versprochen? Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie es losging. Ich weiß noch, wie Graf Wichmann einen Klaps auf den Hintern von mir bekam und ich zu ihm sagte, dass ich alles tun würde, was er von mir verlangt. Jetzt machen Gerüchte die Runde über den Eid, den ich geschworen habe. Na, das ist ja nicht so toll. Graf Wichmann erhält bei der ersten Möglichkeit ein schwaches Druckmittel oder verliert 15 Meinung von uns und dann sind wir aber davon befreit. Ja, schwaches Druckmittel. Och komm, ist mir doch egal, was der für eine Meinung hat, dann beeinflussen wir ihn wieder, dann läuft das schon. Zurück nach Hause, das Festmahl ist vorbei und Malte verliert nochmal Anspannung, jetzt hat er aber gar keine mehr. Und Graf Wichmann gewinnt 5 Jahre, 15 Meinungen, das heißt, er ist jetzt wieder auf minus 1. Und es dauert nicht mehr lange, wir haben jetzt das erforderliche Prestige.
für den Krieg gegen Mähren zusammen. Das heißt, wir können in der nächsten Folge komplett Mähren angreifen. Wir gucken uns das nochmal kurz an. Wir würden dann den Anspruch von Graf Bretislav nehmen und die wären uns angeblich, das müssen wir aber nochmal prüfen, angeblich mit 4.300 Mann unterlegen. Das gucken wir uns aber nochmal an. Jetzt könnte es auf jeden Fall losgehen und immerhin haben wir 303 Gold. Vielleicht können wir da dann auch noch ein paar Truppen anheuern. Okay, wenn das erledigt ist, dann sieht es so aus, als wäre alles wieder halbwegs geregelt, auch wenn ich hier oben sehe, dass sich hier etwas tut. Das ist in Ordnung, die können sich da bekämpfen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge und beschließen dann, ob wir gegen Mähren Krieg führen oder noch ein bisschen warten. Ich freue mich auf euch, vielen Dank fürs Schauen und tschüss!